SCM Auswärtsfahrt. Oder besser Flug, und zwar nach Tel Aviv. Am 4. März war die Mannschaft im Heiligen Land bei Maccabi Castro Tel Aviv zu Gast. Also wir sind jetzt kurz vorm Anflug. Bei herrlichem Wetter ging es für Fanreporterin Katja in die Halle. Mit einem Grüppchen hartgesottener Fans im Schlepptau. Drinnen machten sich die Mannschaften warm. Hier die Gastgeber, die ihre Liga dominieren, in der EHF-Gruppenphase als Debütant aber noch sieglos sind. Unterstützung gibt es offensichtlich auch von einheimischen Fans. Einer der besten bei Tel Aviv, Chen Pomeranz. Er musste am Samstag verletzt zuschauen. Dann ging es los. Die Halle war mit rund 850 Zuschauern eher mäßig besetzt. Es entwickelte sich anfangs ein fast ausgeglichenes Spiel mit einigen Fehlern und vergebenen Chancen. Nach einer knappen Viertelstunde kam der SCM dann besser ins Spiel und begann, sich langsam abzusetzen. Mit 12:16 ging es in die Pause. Herausragend war dabei Yves Grafenhorst, der ganze 7 Tore erzielte, nur in Hälfte 1. In der zweiten Hälfte brach Tel Aviv dann ein und wurde von den Magdeburgern förmlich überrollt. Die Offensive rund um Nemanja Selenovic, Daniel Pettersson, Jakob Begerstedt und Matze Musche legte los und traf wie am Fließband. Auch die Verteidigung mit Kapitän Fabian van Olfen, Yannick Green und gegen Ende Florian Link im Tor stand soweit sicher. Nach 60 Minuten Einbahnstraßenhandball deklassierte der SCM Maccabi Tel Aviv mit 22:38. Beste Werfer bei den Magdeburgern nach Yves Grafenhorst mit 7 Treffern waren Michael Damgaard, Daniel Pettersson und Nemanja Selenovic mit je 6 Toren. Die Fans freut es und auch die Mannschaft ist zufrieden. Das Spiel war gut. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht, technische Fehler, aber insgesamt denke ich, haben wir das hier seriös und souverän gemacht, sodass wir jetzt zufrieden zurück nach Hause fahren können. Bevor es zurück ins kältere Deutschland geht, stand aber noch Sightseeing auf dem Programm. Abendstimmung am Mittelmeer. Am nächsten Tag geht es dann wieder zum Flughafen, wo natürlich auch der SCM schon wartet. Ja, ich denke, dass wir das ganz gut gelöst haben. 6 Tore Unterschied, habe ich vorher nicht gedacht. Deswegen, ja, nach so einer langen Reise, auch nach dem Kielspiel, habe ich das sehr gut gemacht. Und wie viel? Wie fandst du deine Leistung? Du warst super. So. Ja. Wie Fabian gesagt hat, ich fand das ziemlich gut. Wir haben ein super Spiel gemacht. Ja, ein paar Fehler, aber das ist ja ein großes Jahr in Handball. Und insgesamt können wir sehr, sehr zufrieden sein und ja, sind wir auch in Mannschaft. Wir haben zurzeit gute Stimmung. Und Robert, wie fandet ihr die Kontrollen hier mit dem? War es kompliziert oder? Nee, es war in Berlin kompliziert, muss ich zugeben. Hier ging es an die Transfahrten heute. Ja, ich war schon ein, zwei Mal hier in Israel, deswegen kannte ich das schon. Aber war heute kein Problem. Wir waren auch früh genug hier, also können jetzt noch ein bisschen shoppen gehen. Ich würde mich erstmal bedanken, bei denen ich würde mal sagen, 60 Fans, die aus Magdeburg mitgekommen sind. Das war eine besondere Auslandsreise, sehr gastfreundliches Land. Ergebnis hat auch gepasst. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Magdeburg und gehen die nächsten Aufgaben an. Nächste Auswärtsreise steht an nach Tatabánya, nach Győr. Und ich hoffe, dass uns da wieder viele Fans begleiten. Danke, dass ihr da wart. Und dann ab in Richtung Heimat. Auf Wiedersehen, Tel Aviv.